Ja, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge F1 2016 Karrieresaison Nummer 2. Nachdem ich es ja die ganze Zeit gestreamt habe, geht es heute weiter. Und zwar werden wir heute eine ganz Es kommen halt jetzt besondere die neuen Teile. Aktion haben. Die Simulationswerte sind gut, also ich freue mich schon auf dein Feedback. Hier sind die Details. Ja, vielen Dank. Ihr werdet zwischendurch, Leute, ab und zu mal etwas Musik hören. Das ist nämlich jetzt so das, was ich eingeplant habe. Ich hoffe, es gefällt euch und wir legen dann jetzt mal los. Unsere Upgrades sind relativ gut und ich würde sagen, wir springen zum ersten Training. Willkommen am Circuit de Monaco zum Formel-1-Rennen dieses Wochenende. Das Rennen hier ist wirklich ein Klassiker. Doch bevor die Fahrer an den Sieg denken, müssen sie es erst einmal durch das anspruchsvolle Training heute schaffen. Alle Jahre wieder das gleiche Szenario. Die Löwskurve ist die langsamste Kurve aller Strecken der Formel 1. Sie wird gerade mal mit 50 km/h gefahren. Und gerade in der ersten Runde des Monaco Grand Prix kommt es hier immer wieder zum berühmt-berüchtigten Ziehharmonika-Effekt. Alle sind froh, wenn sie da durchkommen, ohne ein paar Teilchen zu verlieren. Die Kurve ist so eng, dass die Teams für das Rennen eine spezielle Zahnstange verwenden, da die Wagen sonst die Strecke nicht schaffen würden. Man kann in der Löwskurve überholen, aber oft führen solche Überholmanöver nur dazu, dass eins der Fahrzeuge sich eine gebrochene Nasenspitze holt. Und damit rücke ich zum Training. Ja, so ist es. Wir legen los. So, Monaco, Leute, das wird richtig, richtig spannend. Bin mal gespannt. Und mal sehen, was es so wird. So, los geht's, Leute, hier in Monaco mit dem Klimatisierungstest. Unglücklich verbremst, Leute. Also wie gesagt, ich kann die Strecke noch nicht so gut. Aber ich meine, Monaco, ne, muss man ja auch nicht direkt können. Monaco wird sehr schwierig, meiner Meinung nach. Erste Runde lief ja trotzdem schon mal okay, aber ist ja wie gesagt definitiv verbesserungsdürftig. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Ja, versuchen wir. Ja, Leute, ich habe ja bisher die Karriere hier 2 jetzt immer gestreamt, aber ich habe mir einfach gedacht, nee, weißt du was, ich mache das wieder als Folgenformat. Ich fand das ganz gut. Und so wird es jetzt auch wieder sein. Und wir werden ja natürlich auch noch eine dritte und vierte Saison machen. Also vierte auf jeden Fall. Formel 1 wird so lang kommen, bis F1 2017 rauskommt. Und das ist noch eine Weile hin, also da braucht ihr keine Sorgen haben, es werden noch ein paar Saisons kommen. Das wäre sehr nett. Na ja, klar, Monaco kann es hier regnen, das haben wir auch in der ersten Saison gesehen, dass es hier regnen kann. Wir müssen auf jeden Fall im Qualifying Gas geben, weil wenn man in Monaco von ganz vorne startet, ist das sehr hilfreich. Es ist blöd, wenn man weiter hinten startet. Es ist
echt nicht gut. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und da haben wir das locker geschafft, Leute. Jo, kein Problem. Das war jetzt nicht so schwer. Wir haben das jetzt einigermaßen nice hingekriegt. Und wir fahren dann jetzt in die Box. Da achten wir auch gar nicht mehr drauf, ja, auf die Punkte. Können wir natürlich gerne machen. So, die Löwkurve. Da müssen wir im Rennen aufpassen. Gerade wegen dem Frontflügel her. Müssen wir sehr drauf achten. Oh ja, das ist auch so eine Stelle, da muss man Angst vor haben. Das heißt, da muss man Angst vor haben. Es ist eine ungünstige Stelle. Es ist einfach so. Und da muss man echt drauf achten. So, relativ einfach sind diese Kurven hier. Da ist nicht so viel Anspruch enthält. So, jetzt wollte ich in die Box, das habe ich vergessen. Deswegen springen wir mal zurück in die Box und haben das Training ja einigermaßen nice aktuell absolviert. Ansonsten jo, kommt natürlich jetzt noch das Qualifying-Tempo, mit dem machen wir das jetzt mit, da fahren wir, denke ich mal, mit Ultrasofts dann. Ja, wir fahren mit Ultrasofts. Ist ja, denke ich mal, auch logisch, dass wir mit Ultrasofts fahren. Aber, ja. So, mal sehen, wie es mit dem Qualifying-Tempo aussieht. Vielleicht haben da die anderen auch noch eine Chance. Aber das Problem ist, wir können uns jetzt noch nicht so richtig vergleichen. Weil wir sehen, Verstappen fährt mit Soft. Und das ist jetzt echt ein Problem, wenn wir vor uns einen haben. Das wird auch im Qualifying sein, weil man kann hier eben nicht überholen. Ja, was ist, wenn wir einen Manor vor uns haben? Wir sind ja deutlich schneller als er, also hoffe ich mal. Ja, und wir können aber nicht vorbei. Das ist das Problem, weil der Motor hat ja nicht so viel Power wie hier Williams-Wagen. Ne? Aber ja. So, aktuell liegen wir in der Pluszeit, zwar nicht so in der Pluszeit, aber immerhin. Soft sind ja hier die geringsten Reifen. Monaco ist der Reifenverschleiß eben nicht so groß, deswegen kann man hier auch mit Ultrasofts fahren. Ich denke mal, die Rennstrategie wird Ultrasoft sein und Soft. Vielleicht wird sich da auch noch ein bisschen was übers Rennen gegen ändern. Man weiß ja nie, wegen Safety Car darf man nicht vergessen oder nicht ausschließen. Das kann natürlich auch sein. Uiuiui, Ericsson. Dem wäre ich fast hinten reingeprallt. So, wir fahren natürlich jetzt in die Box. Und schauen uns da mal an, wie die Zeiten unserer Konkurrenten aussehen. Okay, Masse auf 10 ist jetzt zwar, wie gesagt, nicht wieder die große Leistung, aber immerhin besser als irgendwo weit hinten. Ja, da hat es zum ersten Mal heute den Frontflügel demoliert. Und dann geht es jetzt ab in den Box, Leute. Also, ups.
Wir haben definitiv eine Chance auf den Sieg. Aber sehr scharfer Konkurrent, glaube ich, hier ist unter anderem Red Bull. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe, Verstappen war erster und Ricciardo dritter, als wir rausgefahren sind. Von daher glaube ich, dass die definitiv eine Chance hier auf den Sieg haben werden. Aber man weiß ja nie. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz die Daten an. Ja, gut, Frontflügel noch eben reparieren. Also wir führen mit 1,336 Sekunden, sind aber auch bisher als Einsitzer mit Ultrasoft gefahren. Wenn ich das richtig sehe, ja. Im zweiten Sektor, im dritten Sektor sind wir relativ langsam, im zweiten Sektor sind wir mit Abstand der schnellste. Also da ist großer Unterschied. Und ja, dann geht's jetzt zum Reifenmanagement. Und ja, dann gucken wir mal. Wir müssen wieder 4 Runden auf Monaco fahren. Das Durchstarten wird schon schwierig genug. Wenn wir dann auch noch jemanden vor uns haben, naja, wir gucken mal, Leute. Wir müssen ja nebenbei noch die angepeilte Rundenzeit erreichen. Das ist ja das Problem. So, DS einsetzen. Und dann geht's jetzt los. Jetzt geht's darum, dass wir die Reifen nicht beschädigen. Das wird hier auf Monaco richtig hart. Also, ich würde mit Grün zufrieden sein. Weil man sieht, ich krieg das hier nicht hin. Das ist übelst heftig hier auf Monaco. Das ist nicht witzig, aber ich probiere natürlich mein Bestes. Ja, ich fahre nur um die Kurve, ganz sachte, und das ist der große Reifenverschleiß. Und weil man jetzt hier im zweiten Sektor gesehen hat, dass ich da deutlich gut durchkomme. Und jetzt hier werde ich, glaube ich, wieder einiges verlieren, ja, durch den Anpressdruck und da die Strecke da hier zu der einen Kurve eine sehr große Neigung hat. Also hier, oh, hier verliert man einiges. Wahnsinn. Wahnsinn durch die ganzen großen Lenkungen, aber wir sollten, ja, also erste Runde haben wir schon mal perfekt abgeschlossen, zwar nur knapp, aber trotzdem. Also es kann klappen, aber in dieser... Oh, wir sehen auf der Minimap gelbe Flagge. Ist denn vielleicht einer schon aus dem Training raus? Ja, da ist schon einer raus. Das ist natürlich jetzt Wahnsinn. Ah, das war an einer ungewöhnlichen Stelle, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Das war vor dieser... kurz nach dem Tunnel war das. Also eine sehr ungewöhnliche Stelle. Gerade hier ist es passiert, ja, hier sind sie bestimmt irgendwie kollidiert. Wer das auch immer jetzt war. Und dann ist er da rechts in die Bande eingeschlagen. Ja, hier sieht man es, hier verliert man übelst viel. Hier ist der Reifenverschleiß sehr, sehr groß. Weil die Reifen sehr stark belastet werden. So, dritte Runde. Uiuiui.
Oh ja, das hat etwas gekostet, aber etwas halb gekostet, aber man kann einfach nicht, ja, jemand sieht, wenn man sie nicht noch den Frontflügel dolle beschädigen, weil dann wird's schwierig. Wenn man dann so weit nach außen gedrückt wird, dann ist der Angriffsdruck nicht mehr so groß und dann schlittern die Reifen und Deutschland ist dann sehr sieht es gut. Dein schlecht Druck aus. ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, das schaffen wir innerhalb von 2 Runden. Wir müssen ja nur noch die Runde und dann fahren wir ja in die Box und dann war es das ja auch schon. Vorsichtig. Hier diese Bodenwelle, ebenfalls die Bodenwelle. Sehr fies gesetzt, aber die kennt man mittlerweile. Das Auto muss sehr gut abgestimmt sein bis zur Löw-Kurve. 44 km/h, niedrigste Das Tempo Geschwindigkeit. haben wir schon gut im Griff. In der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekränkt, als wir erwarteten. Okay, der Funk rauscht ein bisschen, hat man jetzt gehört. So, hier muss man sehr viel aufpassen. Muss man schon sachte durch. Ja. Ja. Oh ja. Das hat's jetzt zum Ende gebracht. Das war jetzt nicht so geil. Ja. Das können wir vergessen. Kriege ich wenigstens mehr. Ja, okay. Ich habe aber immer noch perfekt geschafft. Aber ja, da hat man es gesehen. Monaco hat da mal wieder gezeigt, dass ja, dass es in Monaco ist und dass Monaco eine schwierige Strecke ist. Das ist immer weggerutscht über den Curb und ja, dann hat uns die Bande genommen. Ja. Ja, der Frontflügel jetzt sehr kaputt und jetzt die Reifen natürlich auch mehr am Verschleißen. 10% aktuell. Jetzt nicht noch den Wagen zerlegen, das wäre überhaupt nicht gut. Das würde natürlich schlecht ankommen bei unserem Teamchef. Wir sind ja aktuell immer noch zweiter Fahrer. Wer die ersten 5 Rennen, die ich gestreamt habe, angeschaut hat. Die dritte und vierte Saison werde ich dann wieder in Folgen bringen. Keine Sorge. Ich wollte es nur mal ausprobieren. So, Leute, ab in die Box. Ups, Manometer. So, und dann mal gucken. Natürlich jetzt erstmal wieder dem fliegenden Grund für geschaden. Etwas Zeit kostet, als ich jetzt nicht dramatisch. Das sollte Williams ja relativ schnell absolvieren. So, jetzt kommt hier erstmal der Frontflügelschaden. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Unsere Jo. Bestnote bis jetzt liegt bei 1,16,0. So, wir haben alles geschafft. Schnellster im Sektor 3, ja. Ja, man sieht jetzt auch hier, Lewis Hamilton ist auf 0,701 Sekunden rangekommen. Wenn wir das jetzt mal vergleichen würden. Gib uns mal bitte unser Tablet. Genau. Wir würden die Softs draufziehen, wären wir um 0,7 Sekunden, sprich, weil die ja schon 0,5 Sekunden. Das heißt, die ersten drei hätten einen Unterschied von weniger als 0,05 Sekunden.
Und das ist relativ wenig. Naja, Leute, ich würde sagen, ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Ein Williams, Hamilton und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind ja, Lewis Hamilton ist da nochmal sehr rangerückt. Massa ist noch auf 7 vor, das gefällt mir natürlich sehr. Und Daniel Ricciardo hatte den Unfall da, den wir da gesehen haben. Marcos Ericsson noch eine 5-Platz-Grid-Strafe ergattert. Vielleicht gab es da eine Kollision. Wir können ja doch mal direkt gucken. Vorfälle, Ericsson. Kollision mit Button verursacht. Boah, viele haben die weiße Linie überfahren. Naja. Gut, Leute, dann mal gucken, wie viele Ressourcenpunkte wir so erhalten. Bin ich mal gespannt. Ja, kriegen ein paar, müssten dann jetzt, ja, 422. Also das Training lohnt sich echt. Das sind jetzt die anderen Trainings, die wir ja nicht absolvieren. Und wir haben einen neuen Rivale. Scheint über deinen neuen Rivalen zu sprechen. Sieh dir seine Statistik an. Oh, das wird Rosberg sein, oder? Es ist Nico Rosberg, ja. Es ist Nico Rosberg. Oh, das ist heftig, Leute. Also das wird richtig schwierig gegen Rosberg. Der ja in der Gesamt-WM einen Punkt weniger als Hamilton hat. Hamilton haben wir aber glücklicherweise geschlagen. Und ja, momentan sparen wir auf den hinteren Unterboden. Brauchen wir jetzt nur noch, also spätestens nach dem Rennen sollten wir das dann geschafft haben. Naja, Leute, wenn euch das Training gefallen hat hier in Monaco, dann lasst doch gerne einen positiven Button da. Wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying hier in Monaco. Haut rein, ciao, ciao.